Hallo alle zusammen. Erfahren Sie, wie Sie man von RAID 1 oder 0 zu RAID 5 konvertiert. Wie konvertiert man Software RAID 1 oder 0 zu RAID 5 im MDA-MDM oder LVM ohne Datenverlust unter Linux? Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. RAID 0 hat eine hohe Lese-Schreibgeschwindigkeit, zeichnet sich aber nicht durch seine Zuverlässigkeit aus. Denn wenn mindestens eine Festplatte ausfällt, sind alle Daten verloren. Streng genommen ist RAID 0 nicht einmal ein Array, das es an Redundanz fällt. RAID 1 hat die höchste Zuverlässigkeit, da alle Informationen auf dem zweiten Laufwerk dupliziert werden. Aber dies reduziert die Lese-Schreibgeschwindigkeit. Wenn ein Laufwerk verfügbar ist, kann das bestehende RAID auf Level 5 erweitert werden, was die Zuverlässigkeit gegenüber Level 0 und die Geschwindigkeit gegenüber Level 1 erhöht. Das Ergebnis ist ein mäßig robuster und schneller RAID 5 Verbund. Später im Video werde ich Ihnen zeigen, wie Sie von RAID 0 und RAID 1 auf RAID 5 wechseln und keine Daten zu verlieren. Wir haben also eine Software MD RAID 1 auf einem Linux-Betriebssystem erstellt. Dieses Array besteht aus zwei Festplatten. Wir müssen es in RAID 5 umwandeln, um eine weitere Festplatte hinzufügen, damit die darin enthaltenen Informationen dort bleiben, wo sie sind. Wie Sie sehen können, befinden sich einige Fotos, Videos und Dokumente auf dem Disk-Array. Vor dem Start des Konvertierungsvorgangs ist es ratsam, eine Sicherungskopie zu erstellen, dadurch falsche Befehle wichtige Informationen verloren gehen können. Öffnen Sie ein Terminal, um die Befehle aus RAID auszuführen. Führen Sie den Befehl aus sudo 1 und geben Sie das Passwort ein. Wenn das Array eingehackt ist, müssen Sie es als nächstes aufhängen, indem Sie diesen Befehl eingeben. Wenn das System sagt, dass die Ressource belegt ist, versuchen Sie, sie zu erzwingen. Führen Sie als nächstes den folgenden Befehl aus, um RAID zu stoppen. Wobei MD0 unsere RAID-ID ist. Wenn Sie von diesem RAID booten, können Sie es natürlich nicht stoppen und Sie müssen eine Live-CD verwenden. Als nächstes überschreiben Sie die Metadaten auf dem alten RAID 1, indem Sie ein RAID 5 darüber erstellen, indem Sie dieselben Festplatten verwenden, die im RAID 1 waren, CD und CDC, und geben Sie den folgenden Befehl ein. Wobei i5 die RAID-Ebene angibt, N2 die Anzahl der Festplatten, aus denen es besteht, und geben Sie dann diese Festplatten an. Nach dem Ausführen des Befehls zeigt das Programm eine Warnung an, dass diese Festplatten bereits im RAID 1 verwendet werden. Drücken Sie die Eingabetaste, um fortzufahren. Um zu überprüfen, ob die Konvertierung erfolgreich war, geben Sie getprompt mdstep ein. Wir warten nun, bis der neue Wow des RAID 5 abgeschlossen ist. Hier sehen Sie dessen Status in Prozent. Nach Abschluss zeigt das Befehl catprogmstart folgendes an. Anschließend können Sie die neue Festplatte dem Array hinzufügen und es zu einem vollständigen RAID 5 Array machen. Die neue Platte wird als Ersatzplatte später hingefügt. Um sie hinzufügen, geben Sie den folgenden Befehl ein. Als nächstes müssen Sie das RAID mit diesem Befehl auf drei aktive Festplatten erweitern, indem Sie die Ersatzplatte verwenden. Prüfen Sie, was Sie mit dem Befehl catprogmstart
im SSD erhalten haben. Wie Sie sehen können, befinden sich drei Festplatten D, CDC, CDD im RAID und der Recherche wird gestartet. Der Prozentsatz des Fortschritts wird angezeigt und er wird gewartet, bis er abgeschlossen ist. Prüfen Sie anschließend das Disk Array mit dem folgenden Befehl Ausfälle. Und erweitern Sie es mit dem folgenden Befehl. Und am Ende müssen Sie die Konfigurationsdatei aktualisieren, indem Sie den folgenden Befehl ausführen. Wenn während dieser Befehle keine Ausfälle auftreten, werden alle Daten, die sich auf RAID 1 befanden, auf den neuen RAID 5 Verbund übertragen. Montieren Sie den Datenträger und überprüfen Sie ihn. Wie Sie sehen können, bleiben alle Dateien erhalten und die Array-Ebene hat sich auf Ebene 5 geändert. Es gibt keine Möglichkeit, von RAID 0 zu RAID 5 zu konvertieren, ohne dabei zu formatieren und Informationen zu verlieren. Aber stattdessen gibt es eine schnelle Möglichkeit, mit einem einzigen Befehl zu konvertieren. Eine Konvertierung von RAID 0 zu RAID ist nur möglich, wenn zwei Festplatten verwendet werden, bei denen RAID 0 praktischerweise das gleiche ist wie RAID 5. Dadurch wird lediglich der RAID-Level geändert, ohne die Information auf den Festplatten zu beeinflussen. Dieser Befehl konvertiert das RAID 0 mit zwei Festplatten in ein RAID mit drei Festplatten. Bevor Sie es ausführen, müssen Sie den Datenträger mounten. Prüfen Sie mit dem Befehl getbrot-matched. Warten Sie, bis die Umformung beendet ist. Wie Sie sehen können, verbleiben alle Dateien auf dem Datenträger. Nach dem Konvertieren in RAID 5 können Sie dem Array mit dem zuvor angegebenen Befehl weitere Festplatten hinzufügen. Nach dem neuen Start ändert sich sein Name in der Datenträgerverwaltung in RAID 5. Wenn mehr als zwei Festplatten in RAID 0 vorhanden sind, müssen Sie zuerst die Anzahl der Festplatten reduzieren und können es erst dann in RAID 5 umwandeln. Wenn Sie die RWM-Funktionalität zum Erstellen eines RAID-Arrays verwendet haben, können Sie mit dem Befehl RWM-Convert einen Typ in den anderen konvertieren. Schauen Sie sich zunächst an, welche Informationen auf Ihrem Array liegen. Wie Sie sehen können, sind hier einige Fotos, Videos und Dokumente gespeichert. Führen Sie den Befehl PW-Display aus, um Informationen zur Festplattengruppe anzuzeigen. In einem der vorherigen Videos finden Sie weitere Details zum Erstellen von MD und RW-RAID. Um die Konvertierung zu starten, müssen Sie also das logische Volumen aushändigen. Geben Sie einen Befehl ein. Um den RAID-Level zu konvertieren, geben Sie den folgenden Befehl ein. Nun bleibt noch ein drittes Laufwerk zur bestehenden Laufwerksgruppe hinzugefügt, und zwar mit dem Befehl. Bei der Ausführung warten Sie das Programm, das der Datenträger bereits partitioniert ist, geben Sie zur Bestätigung Ja ein und drücken Sie die Eingabetaste. Um zu sehen, ob das Laufwerk der Gruppe hinzugefügt wurde, führen Sie den Befehl. Wie Sie sehen können, befinden sich drei Platten in der Gruppe. Mounten Sie den Datenträger wieder und öffnen Sie ihn im Dateimanager. Wie Sie sehen können, sind alle Daten noch vorhanden. Der gleiche Befehl wird verwendet, um RAID 0 in RAID 5 zu konvertieren. Das Einzige, was Sie tun müssen, bevor Sie die Konvertierung durchführen, ist, eine dritte Festplatte zur Gruppe hinzufügen, da das System sonst meldet, dass nicht genügend Speicherplatz vorhanden ist, und diesen Befehl auszuführen. Führen Sie eine dritte Festplatte hinzu.
Um unten Red Level zu konvertieren, geben Sie den folgenden Befehl ein. Montieren Sie Ihr Array und sehen Sie nach, was noch drauf ist. Wie Sie sehen können, sind alle Dateien vorhanden. Wenn bei der Konvertierung von einem RAID-Level in einen anderen ein Fehler auftritt oder wenn Sie versehentlich Informationen gelöscht haben, verwenden Sie die Datentrennungssoftware Hetman RAID Recovery. Das Tool liest alle Informationen über den Controller, die Hauptplatine oder die Software aus, auf der das Disk-Array erstellt wurde, rekonstruiert das ausgefallene RAID und ermöglicht es Ihnen, die verlorenen Daten aus dem Array zu kopieren. Es kann einige Schritte dauern, um von einem RAID-Level zu einem anderen zu wechseln. Zuerst müssen Sie ihn in den mittleren und dann in den richtigen umwandeln. Um zum Beispiel vom ersten RAID in den sechsten RAID-Level zu konvertieren, muss er zunächst in den fünften RAID konvertiert werden, bevor eine Konvertierung in RAID 6 möglich ist. Weitere Informationen über die Möglichkeit, einen RAID-Level in einen anderen zu konvertieren, finden Sie im Internet. Und dieses Video wird Ihnen dabei helfen. Und das ist alles. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Vergessen Sie nicht, unseren YouTube-Kanal abonnieren. Daumen hoch, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Stellen Sie Ihre Fragen in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.